Der Moment, in dem eine ganze Kurstadt im kollektiven Jubel versinkt. Bad Nauheim ist Oberligameister. Der scheidende Trainer Frank Carnevale hat seine Mission endlich erfüllt. Und das auf fremdem Eis beim Lokalrivalen Kassel, wo die Huskies ganze 9 Spiele in Folge in der Verlängerung gewinnen konnten. Doch ausgerechnet im 5. und alles entscheidenden Playoff-Finale hatte Bad Nauheim das Glück auf seiner Seite. Zuvor hatten die Roten Teufel am Freitag zu Hause den ersten Matchball der Kasseler abgewehrt. Die Huskies in der Serie mit 2 Siegen in Front und mit dem 1:0 durch Manuel Klinge scheinbar weiter auf der Siegerstraße. Kassel zunächst in seiner besten Form. Sie haben ein großartiges erstes Drittel gespielt, auch wenn wir hätten besser sein können. Aber wir wussten, was zu tun ist. Wir haben gemeinsam ein gutes zweites Drittel gespielt. Bad Nauheim fortan mit konsequentem Powerplay und mit dem Ausgleich durch Brad Miller nach 2 Minuten im Mitteldrittel. 5 Minuten später wieder Überzahl, wieder Brad Miller und die 2:1 Führung. Und direkt im Anschluss Kassel zwar wieder komplett, doch Chris Stanley auf Patrick Strauch und der mit dem 3:1. Nach dem 3:2 Anschlusstreffer durch Brad Snetzinger erhöhte Harry Lange im Schlussdrittel aus der Distanz zum 4:2. Zwar machten es die Huskies kurz vor Schluss mit dem 4:3 durch Alexander Heinrich nochmal spannend, kurz darauf war aber klar, diese Finalserie geht über die volle Distanz. Die endgültige Entscheidung vertagt auf Sonntag. Wir werden den Weg des gesamten Jahres weitergehen. Wenn uns jemand vor 2 Monaten gesagt hätte, dass wir bis zum letzten Spiel um die Meisterschaft spielen, hätten wir das so unterschrieben. Wir haben hart gearbeitet und trainiert. Das ist beeindruckend. Wir sind alle begeistert. Der finale Showdown in Kassel und zunächst wieder Vorteil Huskies. Daniel Ketter vertändelt in Nauheimer Überzahl den Puck gegen Manuel Klinge und vor dem Tor hat Michael Christ keine Probleme, die Scheibe über die Linie zu drücken. 1:0. Doch dass die Roten Teufel kämpfen können, haben sie in dieser Saison oft genug bewiesen. Tim May mit dem Rebound und dem Ausgleich. Im zweiten Drittel kamen die Wetterauer besser ins Spiel und konnten sogar in Führung gehen. Joshua Anderson schlänzt den Puck zum 2:1 ins Netz. Die Kassler benötigten in dieser Phase schon eine doppelte Überzahl, um auszugleichen. Brad Miller auf Michael Christ und der elegant mit dem zweiten Treffer des Abends zum 2:2. Danach warfen sich die Roten Teufel mit allem zur Verfügung Stehenden gegen die erneute Kasseler Führung. Sei es wie hier Harry Lange mit dem Gesicht oder im Schlussdrittel Torwart Thomas Over mit unglaublichen Paraden. Das Spiel ging mal wieder in die Verlängerung. Zweimal hatten die Kassler in dieser Finalserie dabei schon die Nase vorn. Doch diesmal umkurvt Brad Miller nach 9 Overtime-Minuten die Kasseler Abwehr inklusive Torwart Benjamin Finkenrath und trifft zum 3:2. Aus und vorbei, Bad Nauheim holt sich den Meisterpokal. Wie viel diese Meisterschaft wert ist, muss sich aber erst noch zeigen. Denn ob damit auch wirklich ein Aufstieg in die Zweitklassigkeit verbunden ist, steht noch in den Sternen. Während die Zweitligisten noch mit dem Deutschen Eishockeybund, der DEL und den Oberligen diskutieren, feiert ganz Bad Nauheim aber erstmal den größten Erfolg seit der Zweitliga-Insolvenz vor 9 Jahren.